Hallo, heute geht es um das Bild. Und ja, ich bin ohne Plan, habe ich angefangen, hatte einfach Lust auf ganz bestimmte Farbtöne und habe dann schon beim ersten Farbauftrag gemerkt, oh, ich habe so viel Schwung in mir, ich muss mich ein bisschen auspowern gerade. Und das hat mich zwischendurch ein bisschen gebremst, weil die Form immer wieder geschlossen war und ich wollte sie nicht so geschlossen haben, musste sie dann immer wieder zerstören. Und das hat dieses Zerstörerische hat was unwahrscheinlich Schönes, Befreiendes, wenn man seine eigene Form wieder zerstört, die man vorher geschaffen hat. Ja, das ist heute auch was für Anfänger, auch wenn es hier im Endergebnis vielleicht nicht so erscheint für dich als Anfänger. Du wirst nämlich sehen, wie viel Spaß es macht, einfach nur alleine dieser erste Farbauftrag. Danach hätte ich auch schon wieder aufhören können, mir das Bild auch schon wieder so hinhängen können. Also fang einfach an. Ich zeige dir hier heute auch nochmal ein neues Werkzeug, mit dem man wunderbar die Farbe auftragen kann, tolle Ergebnisse wieder erzielen kann. Also heute meine Wiese im Mai, ein wunderschöner Gedanke. Bunte Blumenwiese, nicht ganz so abstrakt wie in dem Bild, mein Überraschungsvideo von Dienstag. Vielen, vielen Dank für die tollen Kommentare. Ich habe mich total gefreut. Ja, also lass dich inspirieren und fang einfach an zu malen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Ich habe so ein paar Farben im Kopf, die ich gerne hier auf der Leinwand sehen will. Und das inspiriert mich hier schon wieder gleich. Denn diese Linien von dem Pinselstrich, dieser Farbauftrag, das inspiriert mich einfach sofort. Also wie immer hier einfach starten, Pinsel in Farbe tauchen und rumkrickeln. Und schauen, was passiert. Drehe das hier einfach mal um jetzt und schau mal, wie das jetzt aussieht. Ja, das hat auch Energie. Guck mal unter das Video, da schreibe ich dann rein, welchen Farbton ich genommen habe. So, also ich krickel hier einfach mal rum. Ich habe Lust auf Bögen und Schwünge und trage die Farbe hier auf und lass mich inspirieren. Bei den Schwüngen ist mir gerade was eingefallen. Kennst du dieses Werkzeug? Hiermit kann ich wunderbar rumspielen. Ich schreibe dir das einfach unter das Video, also guck einfach in die Videobeschreibung. Lass dich auch hiervon inspirieren. Also mach das einfach selber und nimm die Farbe raus. Lass es dann einfach so trocknen. Ich will die Farbe aber wieder rauswaschen, weil ich noch lange malen will. Aber wenn du mal eben ein schnelles Ergebnis haben willst, kannst du sowas super machen. Ja, ich habe es jetzt hochkant zum Trocknen auf die Heizung gestellt. Ist also trocken. Dabei ist die Farbe noch mehr abgegangen und ich habe überlegt, diese Bögen und Rundungen haben mich inspiriert irgendwie. Vielleicht, weil ich auch so viel in den Kommentaren gelesen habe, was Blumen angeht. Irgendwie hat mich das inspiriert und ich male jetzt hier einfach mal ganz spontan, ohne großen Plan. Ein paar Blütenblätter hin. Ich habe nur so eine grobe Idee und deswegen pinsel ich hier so rum und die Zeit nutze ich auch, um etwas entstehen zu lassen. Also ich weiß noch nicht genau was. Irgendwie werden es wahrscheinlich Blüten, obwohl ich
irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber dieses Runterlaufen der Farbe, das, damit kann ich jetzt auch Zeit gewinnen und ich zerstöre so ein bisschen die Form wieder und es bringt mich wieder auf irgendetwas Neues. Deshalb probiere ich jetzt hier mal weiter rum. Jeden Fall richtig Spaß. Also du kannst hier einfach so die Farben dazu tragen und es ganz abstrakt einfach dahin pinseln und ein Farbspiel daraus machen. In meinem Kopf hat sich jetzt so ein Blumenbild entwickelt. Komisch. Woher kommt das nur? Also Blumen. Ja, ich male jetzt hier irgendwie ein Blumenbild anscheinend. Und jetzt, wo ich das Gelb hier auftrage, denke ich auch an die Kommentare. Also Gelb, Orange, Bunt, Türkis. Das stand ja auch in den Kommentaren von dem letzten Video. Da muss ich jetzt gerade dran denken.
Ja, hier siehst du gerade, wie ich gearbeitet habe. Ich nehme einfach immer die Umverpackung von der Leinwand und da kann ich gut die Farben drauf mischen. Ah ja, den Fußboden abdecken, wenn du die Farbe laufen lässt. Ein paar Linien, die ich da noch reingezogen habe. Schau unter das Video, da schreibe ich immer noch mal was zu den Materialien. Danke auf jeden Fall für dein Zuschauen. Danke für dein Like. Und für dein Abo, falls du noch keins hast. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Sonntag. Soll dieses Wochenende leider wieder regnen. Aber gut, umso besser, umso schöner ist das Malen. Also lass dir gut gehen. Hier noch der Tipp aus dem Buch für dich auf Seite 78. Das passt total gut. Du kannst auch einfach den Schwamm tauschen gegen diesen Schwamm am Stiel oder aber einfach einen normalen Schwamm benutzen. Also das Thema passt gut, finde ich, und auch die Art und Weise, wie es gemalt wird. Also hab einen ganz schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.